berühmter Presseauflauf am heutigen Dienstagmittag beim Amtsgericht in Olpe. Dieses hatte natürlich einen Grund. Sich gegenüber standen als Klägerin Gisele Oppermann, ehemals bekannt durch die Castingshow Germany's Next Topmodel, und als Beklagte Sabrina Lange, ehemals Kandidatin im Big Brother Haus. Richter Göbel am Amtsgericht musste klären, welche Umstände dazu führten, dass Sabrina Lange einen Hund, der vorher Gisele Oppermann gehörte, in Besitz bekommen hatte. Warum sollte sie mir den Hund überlassen haben? Warum ist jemand auf der Intensivstation? Auf der Intensivstation kommen nur vertraute Personen. Gisele Oppermann behauptet, Sabrina Lange gar nicht zu kennen. Ihre ehemalige Managerin hatte damals den Kontakt gemacht. Ich kenne die Frau nicht. Ich habe die dreimal im Leben gesehen und sie behauptet in der Presse, sie wäre meine beste Freundin. Finde ich schon lächerlich, dass man sich mit mir schmücken muss. Also ich habe meine beste Freundin dabei und die kenne ich schon 10 Jahre. Also keine leichte Aufgabe nun für Richter Göbel, das ganze Geschehen um die Übergabe aufzuklären. Sabrina Lange behauptet, dass sich Gisele Oppermann das Leben nehmen wollte. Dafür gibt es Zeugen und dieses ist ja nun auch aktenkundig, wie sie behauptet. Darum habe sie den Hund von ihr auf Lebenszeit bekommen. Dass sie sterben will, dass sie das Leben nehmen will. Also ich bin nicht der Einzige, der das dann behauptet. Und das ist auch in den Akten einsehbar, weswegen das der Anwalt jetzt so bekämpft ist. Klar war ihr Ton 1 Jahr Gefängnis wegen versuchten Totschlags, weil sie ist ja bewusst in das andere Fahrzeug gefahren. Und da gibt es auch schon eindeutige Hinweise. Das ist natürlich auch, ich kann natürlich auch kein Vorurteil machen. Tatsächlich ermittelt die Staatsanwaltschaft aktuell gegen das Topmodel, das im Februar 2011 einen schweren Unfall auf der B55 im Kreis Olpe hatte. Die Geschichte ist wohl auch die Grundlage, weswegen Gisele Oppermann ihrem Hund an Sabrina Lange übergeben haben soll. Das war durch meine Managerin, die wollte mich halt in eine Presse drängen und mit dem Hund auch, aber ich wollte das alles nicht, weil Presse mir nicht wirklich was bedeutet. Ob geschenkt oder nur vorübergehend übergeben. Letztendlich konnte man dieses heute vor dem Amtsgericht in Olpe nicht klären. Richter Göbel fällt nun am 6.9. sein Urteil.